Die Diskussion um das Bauvorhaben am äußeren Stein reißt nicht ab. Mit Bürgerinitiativen und Diskussionsabenden wehren sich die Anrainer vehement gegen das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs. Das Siegerprojekt ist von uns analysiert worden unter Zuhilfenahme der sogenannten Gestaltwertanalyse. Wir haben also das Untersuchungsgebiet genau analysiert und sind also zur Auffassung gelangt, dass das Projekt keinesfalls kompatibel ist. Mit Impressionen aus der Umgebung will Bürgerinitiator Christian Walderdorf jedermann verständlich machen, welche Bedeutung diese Gegend für die Stadt Salzburg und ihr Image hat. Die baulichen Diskrepanzen zwischen dem geplanten Objekt und den bestehenden Häusern sei laut Anrainern ein Anschlag auf das Weltkulturerbe. Die Forderungen sind daher eindeutig. Ganz klar, zurück an den Start, den Wettbewerb vergessen, das war Thema verfehlt, und den Start neu und besser planen mit einer Erhebung der städtebaulichen Grundlagen. Was ist dort städtebaulich tatsächlich möglich? Es gibt ein Einführungsgebot nach Altstadterhaltungsgesetz und nach dem müsste man auch gehen. Eine Einfügung ist dann gegeben, wenn diese Analysen und die neuen Architekturen sich ergänzen und nicht in eine Richtung entwickeln, dass sie also eine absolut überbordende Baumasse erzielen, vollkommen andere Gestaltungselemente aufgreifen. Das Siegermodell wird dieser Tage bereits überarbeitet und an einem Kompromiss gearbeitet. Was ich mir aber momentan eben wünsche, ist, dass wir eben bürgerschaftlich von Bürger zu Bürger entsprechend intensiv in der ganzen Stadt Salzburg über diese Dinge diskutieren können und dass also mehr und mehr Salzburger sich bewusst werden, um was es dabei wirklich geht. Dass also eigentlich Wohl und Wehe ganz Salzburgs, insofern das eben ein Weltkulturerbe ist, da auf dem Spiel steht.